Erinnern wir uns. Als sich nach dem Ersten Weltkrieg Sieger und Besiegte in Versailles trafen, forderte Frankreich das volle Verfügungsrecht über das Saarrevier. Wirtschaftsinteressen, Sicherheitsbedürfnis und Reparationsansprüche des Siegers gingen in den Friedensvertrag von 1919 ein. Die Saarregelung von 1920 unterstellte das Gebiet der Völkerbundskommission und sah nach 15 Jahren ein Plebiszit der Bevölkerung vor über Rückkehr zum Reich, Angliederung an Frankreich oder Fortbestand als internationales Gebiet. Frankreich erhielt die Saargruben zugesprochen. Die Konferenz von Locarno im Oktober 1925 und das System kollektiver Sicherheit für die deutschen Westgrenzen zeigt noch für die Saar einen zaghaften Silberstreifen am Horizont. Und Locarno trug am Rhein greifbare Früchte. Im Juni 1930 räumte Frankreich die letzte der drei rheinischen Besatzungszonen, den Mainzer Brückenkopf. Zu dieser Zeit vertrat Johannes Hoffmann, seit 1929 Chefredakteur der Saarbrücker Landeszeitung, eines Organs der damaligen Zentrumspartei, in seinen Leitartikeln die Forderung nach Rückkehr zum Reich. Nach der Machtübernahme durch Hitler am 30. Januar 1933 schlug die Stimmung im Saargebiet jedoch um. Ab Februar 1933 wuchs der Zweifel, welche Entscheidung die richtige sei. Die Saarbevölkerung sah das makabre Schauspiel, wie sich in Deutschland der Unrechtsstaat etablierte. Sie hörte von der Schaffung der Konzentrationslager, sah den Antisemitismus und den Kirchenkampf im Reich. Freilich, die Haltung des katholischen Episkopats war damals nicht frei von missverständlichen Auslegungen. Die Klärung war noch nicht erfolgt. Vielen Saarländern stellte sich nun die Volksabstimmung nicht mehr als problemlose Bejahung deutschen Volkstums dar. Nun trat Johannes Hoffmann zusammen mit anderen christlichen Politikern, darunter Männern, die ein Jahrzehnt lang für die Rückkehr zu Deutschland gekämpft hatten, für die Beibehaltung des Status quo ein. Die Abstimmung ergab dann, trotz Hitler, ein überwältigendes Votum für Deutschland. Die Folge? Mehr als 3000 Saarländer retteten sich nach der Volksabstimmung vom 13. Januar 1935 in die Emigration. Unter ihnen auch Johannes Hoffmann. Er blieb bis 1940 in Luxemburg und flüchtete 1941 von Südfrankreich aus nach Brasilien. Währenddessen machte im Saargebiet die Euphorie des Heimkehrjubels dem Elend des Krieges Platz. Das Schicksal hieß Westwall und Evakuierung, Rückkehr und Luftangriffe. Im Sommer 1945 brannte kein Hochofen mehr im Saarland. Über Deutschland verfügten die Sieger. Im Februar 1946 wurde die französische Saarpolitik festgelegt. Wirtschaftlicher Anschluss des Saarlandes und Autonomie des Saargebietes waren die Ziele. Johannes Hoffmann, der im September 1945 in seine Heimat zurückgekehrt war, gründete im Januar 1946 die Christliche Volkspartei. CVP gewann bei der Neuordnung des staatlichen und politischen Lebens an der Saar die größte Bedeutung. Eine neue, dem Frieden und der Verständigung der Völker und einer echten Sozialgestaltung dienende Saarpolitik war eine der grundlegenden Forderungen des Programms der Christlichen Volkspartei vom Tage der Gründung an. Außer den Kommunisten befürworteten die CVP, die saarländischen Sozialdemokraten, den Gewerkschaften und später auch die Demokratische Partei Saar insgesamt Frankreichs Politik. Das war verständlich, wo bittere Not herrschte und Demontagen die Existenz bedrohten. Was zählte, war der Wiederaufbau, war der Anstich des ersten Saarofens im Dezember 1945.
Eine Verfassungskommission hatte im Sommer 1947 eine Verfassung auszuarbeiten. Aber im Wahlkampf spielte dieser Entwurf kaum eine Rolle. Viel heftiger diskutiert wurde die Bekenntnisschule. Und so wurde diese Landtagswahl nicht als Verfassungsreferendum begriffen. Johannes Hoffmanns CVP gewann die absolute Mehrheit. Der Landtag nahm am 8. November 1947 Verfassung mit einer Gegenstimme an. Das erste Kabinett Hoffmann stützte sich auf CVP und SPS, auf 84% der gültigen Wählerstimmen. Mit dieser Legitimation verhandelten 1950 die Saarminister und 20 Landtagsabgeordnete 4 Wochen lang in Paris, um gleichberechtigte Partner in der saarländisch-französischen Wirtschaftsunion zu werden. Am 3. März 1950 unterzeichneten Robert Schumann und Johannes Hoffmann 12 Konventionen, die das Saarland für autonom in Gesetzgebung, Verwaltung und Rechtsstellung erklärten. Fünfzehn Jahre später beurteilte Johannes Hoffmann diese Konventionen so. Die Konventionen des Jahres 1950 sollten die Grundfragen der Autonomie und des wirtschaftlichen Anschlusses neu festlegen. In den französisch-saarländischen Beziehungen sollte nach der Zusicherung, die mir Robert Schumann am 11. Januar gegeben hatte, nunmehr der Grundsatz der Gegenseitigkeit und Gleichberechtigung Anerkennung finden. Das Besatzungsstatut sollte abgelöst werden, Frankreichs Sonderrechte sollten erheblich reduziert und die verbleibenden genau präzisiert werden. Wenn wir in diesen Konventionen auch nicht alles erreichten, was wir anstrebten, so stellte dennoch das Ergebnis gegenüber dem bisherigen Zustand einen Fortschritt dar. Der jetzt beschrittene Weg bedeutete in den Beziehungen Frankreich-Saar ein Verhältnis von Staat zu Staat. Der Weg in die größere politische und wirtschaftliche Freiheit war freigegeben. Während die Konventionen vom Landtag angenommen wurden, wuchs an der Saar die Opposition. Sie organisierte sich, ihr Sprecher Heinrich Schneider. Die Demokratische Partei Saar wurde verboten. Die Bildung der Montanunion entschärfte durch den Wegfall der Zollgrenzen für Kohle und Stahl das Saarproblem und ließ eine europäische Lösung heranreifen. Aber Frankreich verlangte deutsche Vorleistungen an der Saar. Ministerpräsident René Maillard hatte das Zustandekommen der Europäischen Verteidigungsgemeinschaft mit der Lösung der Saarfrage gekoppelt. Als Kompromiss zwischen deutschen und französischen Vorstellungen wurde schließlich das Abkommen über das Statut der Saar konzipiert. Die Saar sollte europäisches Territorium werden. Darüber sollte die Saarbevölkerung in einem Referendum befinden, an dessen öffentliche Diskussionen aber nun auch die pro-deutschen Parteien teilnehmen durften. Die Fronten waren klar. Gegenüber den deutschen Parteien mit ihrem kategorischen Nein zu einer europäischen Saar ohne geeintes Europa hatten die Befürworter der Autonomie, an ihrer Spitze Johannes Hoffmann, ein schlechtes Terrain. Das böse Wort von den Separatisten wirkte diffamierend. Der Abstimmungskampf war hart. Es gab Szenen, deren Kampfmittel aus dem Arsenal einer schlimmen nationalstaatlichen Tradition stammten. Und es war offenkundig, dass sich die Ablehnung des Statuts mit der Ablehnung der Regierung und der Person Hoffmanns eng verband. Hauptakteure bei der Stimmabgabe: der Vorsitzende der DPS, Heinrich Schneider. Johannes Hoffmann, Sprecher der Autonomie. Richard Kirn, SPS-Vorsitzender. Hubert Ney, Saar-CDU-Vorsitzender. Die Nacht der Stimmenauszählung gab eine klare Entscheidung. 32,3% bejahten das europäische Experiment, 67,7% sagten Nein. Hoffmann zog die Konsequenz und trat mit seiner Regierung zurück.